Elektrizität? Ja, muss man schon an die Stadt denken, die braucht doch auch Strom. Okay. Dann einmal hoch. So, hier sind hier drei Leute. Die Leuchtturm symbolisieren für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Ist das nicht ein Lärm, wie man im weiten Moment entfernt das stehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Du bist also der neue Herausforderer der Arena von Sonneweg. Also gut, meine Scheinung ist gefallen. Wenn du zu schwach wärst, suche ich mir eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hat mich nichts mehr hier. Ich will vor allem als Pokémon-Trainer elektrisierende Kämpfe austragen. Zerrt ist der Arena-Leiter der Seenregion, werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich einsetzen. Okay. Also war das wohl der Arena-Leiter. Aber der Kleine hat ja da irgendwas angesprochen. Ich will das mal ganz kurz machen. Die Pokémon-Liga. Okay, also dachte wir, jetzt kriegen wir ein bisschen was mehr zu sehen, aber scheinbar nur die Pokémon-Liga gewesen. Naja, auch gut. So. Gut. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil wir wollen es ja vor die Arena beginnen. Wir wollen ja heute. Ja, heute nicht mehr, oder? Was heute noch? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich die Arena heute noch mal angehen soll. Die ist hier hinten. Ja, du bist. Er ist zurück. Und er wirkt irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er dein König angesehen und kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Heißborn. Sorge dafür, dass der Hitze des Gefechts der Funke der Kampfeslots auf ihn überspringt. Na dann los, Heißborn. Ich warte in der Pokémon-Liga auf dich. So, Jutti. Und in der nächsten Folge machen wir uns tatsächlich über die Arena her. Bis dahin und ciao. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter mit der Arena. So, also. Achso, ja, wir müssen mit dem Kollegen hier quatschen noch. Howdy, Zukunft der Champ. Lass mich mal deinen Trainer heute sehen. Und verloren hast du 1, 2, 3. Wow, du hast schon 7. Das heißt, wenn du den hiesigen Arena heute besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Das ist auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also hör mal gut zu. Nur noch dieses eine Mal. Der Arena-Leiter hier ist ein Meister im Umgang mit Elektro-Pokémon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Rest musst du selbst erledigen. Also, wir sollen Zahnräder drehen. Das ist das große Ziel hier. Moment, ich muss jetzt gerade gucken, ob ich das richtig mache alles. Das war das ja alles, ja. Ein kleines Arena-Rätsel. Moment. Das heißt da. Und dann können wir hier hoch und die junge Dame hier mitnehmen. Was, das bist du im Arena-Leiter schaffen? Bist du da wirklich sicher? Ich versuche es zumindest, ja. Das ist zumindest der Plan an der Sache. So, was hast du denn hier? Pachirisu. Und das ist ein cooler Hintergrund, muss ich sagen. Mit den Zahnrädern. Und by the way, es werden nicht übrigens nur Elektro-Pokémon hier auftauchen. So. Icy. Auf der Fresse. Ich habe so einen Zunkensprung ein. Aber es sind gegen meinen Pflanzen-Pokémon nicht wirklich effektiv. Haha, Tiefkühl-Eichhörnchen. Jawoll, ja. Und die Flicklaue triggert noch. Tschüss. So. Gehen wir da auch. Auch hier sind wieder einige Trainer. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie komme ich da jetzt? Doch, da komme ich hoch, ne? Doch, ja, alles klar. Das ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken erlernen. So, was haben wir denn in der Schule? Mit einem Pantymas. Ich kriege also nicht nur Elektro-Pokémon, die hier auftauchen. Okay. Donnerblitz.
Aber sie können größtenteils Elektroattacken. Okay, heute mal keinen. Du hast auch nur eins. Alles klar. Du hast auch nur eins. Ich habe jetzt ziemlich bewusst ein Pflanzen-Pokémon davor gesetzt, weil Pflanze größtenteils absorbiert die ganze Elektrizität. Das ist immer das Gute. Ich hätte auch natürlich Respisana reinsetzen können. Ramaidon reinsetzen können, aber Ramaidon hat ein oder zwei Arenen quasi mehr oder weniger mal einen Gang gemacht und deswegen ist es vielleicht jetzt besser mal und Expisa mit reinzuziehen und das braucht ja sowieso noch ein paar Erfahrungspunkte. So, dann gucken wir mal gerade, ob ich hier rüberkomme. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich will gewinnen. Ich habe all diesen Willen mit meiner treuen Gitarre. Ich will gewinnen. Mein Pokémon wird zum Star, da ich auf diesem Motto beharre. Na gut, okay. Auch nur ein Pokémon. Und habt ihr eigentlich nur ein Pokémon? Wieso habt ihr nur ein Pokémon? Du hast ein Luxio. Du hast auch nur ein Luxio. Luxtra hätte ich ja schon fast erwartet jetzt. Aber nicht Luxio. Na gut. Also was trotzdem. Bin ich schneller. Ich glaube, mit Lawine bin ich ein bisschen besser dran als mit Blizzard, definitiv. Wobei Blizzard, glaube ich, eine 100% Wahrscheinlichkeit hat, wenn ich durch den Hagel. Aber wie gesagt, ich hau jetzt Lawine volle drauf, das ist stärker, die Attacke. So. Es hat nicht zum Sieg gereicht. Heute gibt es keine Zugabe von uns. Ja, mit dem lumpigen Luxio brauchst du mir nicht anzukommen. So, nächste. Pikachu. An meinen Klamotten kann man sehen, dass ich keine alten Sachen mache. Du bist als Pikachu verkleidet. Was soll mir das sein? Du hast jetzt nicht viel Pikachu, oder? Also momentan haben sie tatsächlich doch nur Elektro-Pokémon. Also bis jetzt ist noch nichts anderes. Doch Patimos, klar. Aber größtenteils sind es Elektro-Pokémon. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr. Ich hatte jetzt tatsächlich ein paar andere Pokémon noch erwartet. Wir müssen nämlich unser Deck noch voll kriegen. Wir kriegen im Laufe der Story eigentlich den Deck komplett voll. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Pokémon oder ein paar Trainer. Aber kriegen wir schon noch hin. Keine Sorge. Anders kommen wir hier nicht weiter. So, weiteres Pikachu. So, immer fest drauf. Tut mir leid, Pikachu. Oh, du hast jetzt nicht ernsthaft 4 Pikachu, oder? Alles weibliche, glaube ich. Man sieht seine Herzform schön am Schweif. So, es hat tatsächlich 4 Pikachu. Ich hab das Herz gemeint. Lach mich nicht aus. Das meine ich jetzt auch ernst. Ja gut, die ist selbstbewusst. Die ist selbstbewusst. So, dann haben wir jetzt hier noch einige mehr Rätsel dabei. Dann fangen wir erstmal mit diesem Rocker hier an. Egal ob Trainer oder Gitarrist, beide brauchen Gabe und wir können sie verbessern. Hordeo. Jetzt hast du mal was Neues. Raichu. So, Raichu. Du fängst sowieso an. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Ach ja, das ist doch ernsthaft jetzt. Ich war schon Top-Genesung? Nee, ne? Ich gehe jetzt erstmal auf Paraheiler, damit ich da erstmal raus bin aus dem Thema. Ist, wenn er jetzt angreift, wird er dann spätestens sich die Hagelkörner geplättet. Ich hab's nur gerade geheilt. Tschüss.
Damit kann man auch theoretisch Kämpfe auf Zeit setzen und beenden. Also nicht allzu lange, aber Kraftstoff Level 54 und Level 50 auf Rex Blizzard. So, der Gitarrist ist platt. Man kann doch nicht im Stich gelassen. Ich war wohl nicht im Einklang mit mir. So, Paraheiler. Solange ich noch Paraheiler Gegengift habe, brauche ich keinen Hyperheiler einzusetzen. Die Hyperheiler kommt erst dann irgendwann zum Einsatz, wenn ich ihn brauche. So, Moment, ich muss jetzt gerade nochmal neu setzen. So, so, so. Dann kann ich hier unten lang. Gut, perfekt. Nehmen wir diese Ast-Trainerin hier mit. Ich suche nicht nur noch starken Trainer, mit dem ich kämpfen kann. Es geht auch um Adrenalin. Mit dem Kick, das werde ich spielen. Ast-Trainer, hit ich. Mit einem Kadaver. Da fehlt mir auch, glaube ich, noch die Endstufe. Simsala. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch in Pokémon-Liga. So. Das heißt, gegen Kadabra sollten wir physisch angreifen, weil Kadabra einfach eine miserable Verteidigung hat. Es hat einen guten Spezialangriff, aber es hat keine Verteidigungswerte. Und es hatte gute Initiative, aber das war's auch. Jetzt steckt nichts weg. So, Ramaidon Level 56 mittlerweile. Und ein weiteres Raichu. So, dann setze ich jetzt tatsächlich doch mal auf Ramaidon. Und ja, wie gesagt, es ist kein Boden-Pokémon, ne? Es ist nur rein Gestein. Wird man Ramaidon jetzt? Ne, wird's nicht. Okay. Tschüss, Raichu. Ah, fast Galoppa. Ich gehe mit dem Level ab. Aber die Trainerin ist besiegt. Deine Kraft ist beeindruckend. Sie hat mich ganz in den Bann gezogen. So, auch hier muss ich jetzt wieder einige Tränke raushauen. Aber ich habe ja genug. Ja, es ist halt das Problem, wenn du nicht die passenden Typen mehr hast. Das war ja bei der Marine schon genauso der Fall. So. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und nimm den nächsten Rocker mit. Unser Arenaleiter. Die Arena ist langweilig umgestaltet. Jetzt sprühen hier die Fakten. Und da ist auch schon der gute Arenaleiter. So, okay. Was haben wir denn jetzt? Ich muss mal gerade an diese Leiter machen. Ich fand nicht, dass die Aufnahme in der Aufnahme das zu hören ist. So, aber das Mikrofon ist extrem empfindlich. Ich kriege hier quasi mehr oder weniger alles mit. Oder wie würde alles mitbekommen, wie es im Intro läuft, wenn ich mich gerade ein bisschen rumschneide. Voltwechsel, was hast du jetzt eigentlich? Ach, du hast jetzt auch. Gut, das ist noch ein zweites Pokémon. Dann bin ich mal gespannt, was du jetzt für mich hast. Bidifass. Ist ja voll das Elektro-Pokémon. Aber dann kannst du bestimmt Donnerzahn oder sowas. Donnerblitz. Okay. Ach, ernsthaft. So, dann gehen wir mal kurz auf den Paraheiler. Jetzt lass mich in Ruhe. Jetzt hör auf, mich zu paralysieren. So, tschüss. Bye, bye, Bidifass.
So, jetzt hat er sein Luxio, was er wieder rausnimmt. So, Luxio ist schon mal weg. Gut. Medital ist erreicht, Level 54. Ah, Rex Visage, schon ein bisschen aufgeholt. So, das heißt, wir kommen noch nicht zu ihm hoch. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil da unten steht noch ein Trainer, den ich gerne noch mitnehmen möchte. Ich bin überrascht, dass du es heute geschafft hast, aber jetzt ist hier Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Der gute Mark. Mit einem Stalos. Okay. Es ist ein Stalos. Das heißt, ich gehe auf Meditalis und seinen Kampfattacken, weil Stalos Typ Stahlstein ist. Müsste eigentlich. Oder Gehstein. Müsste eigentlich. Ist mir klar, dass du das nicht machst. Ich gehe mich auf Ablatieb. Dann hole ich mir meine KP zurück. So, dann ist dann, glaube ich, deine Robustheit weg. Mal so mit, holen wir so einen zurück. So, jetzt könnte das Kreideschrei, das ist ein Fehler. Sollte eigentlich reichen. Noch nicht ganz. So, ich nehme sie zurück. So, weg ist es. Ein weiteres. Ein anderes Meditalis. Okay. Ich muss nicht alleine, also nicht wundern, dass Mario mal reinkommen könnte. So. Na gut. Dann gucken wir mal, ob du was für mich Brauchbares hast, was ich mir nehmen kann. Du hast Felsgrab, ernsthaft? Na gut. Durchaus normal. Ich glaube, ich hatte sogar genauso damals auf meinem Militi. Aber es wird jetzt nichts. Du setzt. Ach ja, die gesenkte Initiative. Okay, erklärt. Ich wollte gerade sagen, wieso darf man das Viech jetzt nochmal angreifen? Aber es ist die Initiative, die durch den Felsgrab sinkt. Trotzdem erinnert sich daran, dass ich dich besiege. So, geschafft. Okay,